Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Über Transformatoren sprechen wir. Heute geht es ums Zuschalten oder Einschalten von Transformatoren. Also, irgendwann müssen wir das Ding einschalten. Wir haben das hingestellt, wir schalten das ein. Üblicherweise haben wir es bei Leistungstransformatoren mit Sinusgrößen zu tun. Deswegen schauen wir uns das auch an mit Sinusgrößen. Da ist die Primärseite von dem Trafo, die sekundäre Seite habe ich gleich mal weggelassen. Da ist die Primärseite mit dem UH1 von dem Transformator. Gell? Und das hat halt einen sinusförmigen Verlauf. Den habe ich hier unten dargestellt. Und jetzt überlegen wir sich, was da für ein Fluss rauskommt. Ja? Also es gibt dann da, irgendwo gibt es ja diesen Phi, ja? Da. Den Hauptfluss. Phi-H, und der wird halt aus dem Strom da drinnen erzeugt, aber ich schalte eigentlich eine Spannung drauf im ersten Moment. Wir haben ja schon einmal über das Induktionsgesetz gesprochen und da haben wir gesagt, UH1 vor T ist gleich N1, also die Windungsanzahl, und das da hat Minusanzahl von N1, ja, mal der Fluss in da und da. Okay. Wenn ich das umforme, das heißt, wenn ich das praktisch integriere, diese Gleichung, komme ich dann irgendwann drauf, dass der Fluss Φh vor T, ja, gleich ist 1 durch N1. Bringe ich auf die andere Seite. Und dann integriere, muss das Ganze integrieren, von 0 bis t nehme ich, ja, zur Zeit t. Und zwar integriere das UH1 von tau in diesem Fall, d tau. Ja. Und dann habe ich nur plus so c, plus irgendeine Integrationskonstante, die muss ich auch noch berücksichtigen. Wie groß ist jetzt das c? Naja, wenn ich sage, okay, das Phi, der Hauptfluss zum Zeitpunkt 0, soll sein die Fläche, das hat eine gewisse Querschnittsfläche da, A mal der Remanenzflussdichte, ja, wenn da nichts praktisch drin ist, ja. Remanenzflussdichte, das ist also nichts anderes wie das Phi-Remanenz und das ist eigentlich das C. Ja. Also in Summe kommen wir drauf, dass das Phi-H vor T ist gleich 1 durch N, 1 mal Integral von 0 bis T von UH1 vor da Theta plus Phi Remanenz. So, das ist, ja. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Nullzeitpunkt? Ja? Wo ist der Nullzeitpunkt? Überlegen wir uns das. Wie schaut das aus, wenn ich das genau in diesem Moment einschalte? Ja? Da soll jetzt Null sein. Ja, beim Spannungsmaximum. Ja. Wenn ich das praktisch aufsummiere, dann steigt es hier relativ stark an. Irgendwann wird es flach werden, ja, weil dann wir nichts mehr da haben. Und dann dreht es um und es kommen zuerst wenig weg und dann immer mehr weg. Und dann kommt eigentlich erstaunlich was weg. Also es ergibt sich dann wieder. Also wenn das praktisch kosinusförmig ist, dann wird praktisch der Sinus gebildet da. Ja. Und dann schaut das Ganze so aus. Das ist der Phi. Wie groß die Spitze ist, ja, das hängt halt von dem N ab. Das ist der Phi, der sich dann einstellen wird und der wird sich ja nicht ändern. Ja, der ist jetzt praktisch so und das ist auch gleichzeitig schon der eingeschwungene Zustand.
Ja, also immer da praktisch haben wir. Da haben wir die größte Steigung, negative Steigung. Da haben wir Nulldurchgang, da ändert sich nichts. Hier beim Spannungsmaximum haben wir die größte Steigung, größte positive Steigung. Da im Nulldurchgang haben wir wieder nichts, keine Änderung. Also so hängt das zusammen. Also das ist Phi. Phi, H, einschalten. Bei Umax. Schaut das so aus. Da einschalten. Bug. Das ist praktisch der Nullzeitpunkt. Wie schaut das aus, wenn ich zu einem anderen Zeitpunkt einschalte? Wie schaut es zum Beispiel aus, wenn ich hier einschalte? Ein. Da. Da kommt ganz wenig dazu zu Beginn. Ne? Ganz wenig dazu. Da kommt dann relativ viel dazu und da kommt dann wieder gar nichts dazu. Das schaut auch wieder so ähnlich aus. Nur dieses Mal, ja, schaut so aus. Schaut so aus. Also wir haben wieder hier praktisch keine Änderung und hier auch keine Änderung. Hier haben wir immer so das Maximale, die maximale Änderung. Ja? Da war wieder keine Änderung. Ja? Nur, wenn wir sich das anschauen, da ist jetzt der Mittelwert. Jetzt ist die ganze Kurve nach oben verschoben. Die ganze Kurve ist zum oben verschoben. Und das da, ja, das da ist zweimal so großes Phi. Ja. Weil das ist nämlich Phi H beim Einschalten bei U ist gleich 0 Volt. Schaut komplett anders aus, der Fluss, aber komplett anders. Ja. Was hat das jetzt für, also komplett anders, verschoben zumindest. Ja. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen? Überlegen wir uns, wenn wir unseren Transformator so wirtschaftlich designen wollen. Ja. Also da ist irgendwie der Phi, ja. Da ist irgendwie der Strom. Der I, ja. Und normalerweise haben wir eben diese Hysterese-Kurve da drinnen, wo wir sagen, ja, okay, da bis zu einem gewissen Wert gehen wir sehr steil nach oben, ja, und dann flachen wir ab. Magnetisierungskurve des Materials. Okay. Jetzt wir natürlich mit meinem normalen Fluss, mit meinem nominalen Fluss, also das ist der, weil das wird sie nämlich nachher relativ schnell wieder geben, diese hohen Flüsse, weil, warum, überlegen wir uns jetzt, ja. Also ich sage mal, übliche Auslegung ist, dass wir da ungefähr das Phi N haben, ja, den Nennfluss. Da brauchen wir dazu diesen Strom. Primärseitig brauchen wir den Strom, dass wir den Nennfluss herkriegen. Und jetzt sind wir doppelt so hoch. Jetzt sind wir da oben irgendwo, da brauchen wir riesige Stromspitzen. Riesige Stromspitzen. Ja? Das heißt, bei höherem Phi wächst I sehr stark.
weil es einfach flach wird, da die Kurven. Ja? Das ist ein Wahnsinn. Ja? Das heißt, wenn ich einen Transformator so einschalte, so, ja, im Spannungs-Null-Durchgang, da, ich muss ja da rauf. Ja? Die Gleichung muss ja erfüllt werden. Das sind ja physikalische Gesetze. Das ist nicht so, dass das, ja, ist jetzt so. Ne? Nein, das muss erfüllt werden. Die Spannung wird sich so, der Fluss wird sich so einstellen, dass dieses Induktionsgesetz erfüllt ist. Das heißt, da rinnt häufig so ein Strom eine. Riesige Einschaltstromspitzen gibt es da. Und das hat natürlich auch große Verluste in der Spule zu erwarten. Jetzt ist das nicht ganz so arg und jetzt wird das gedämpft praktisch mit der Zeit. Ja, wir haben ja schon auch einmal gehört, dass diese Zeitkonstante Tau war ja L dividiert durch R. Ja, und mit der klingt es ab, dieser Einschaltstromstoß. Ja, klingt mit der Zeitkonstante ab. Das heißt, bei kleinen Transformatoren sind wir da im Bruchteil von Sekunden. Ja, dass der so gescheitert und dann ist es gleich wieder vorbei. Bei großen Transformatoren, wenn das eher schon ziemlich klein ist, also richtig gescheite Waschelleitungen da drin, dann wird das eher ziemlich klein und so weiter. Ja, na, da dauert es halt ein paar Sekunden. Ja. Das hört man sogar. Ja. Ja, also Einschaltstromstoß hängt einfach davon ab, wann ich zufällig, ich meine, auf das passt keiner auf, wirklich, ne? Wann ich schalte das einfach ein und es passiert irgendwas. Einschaltstromstoß, ganz schön gewaltig. Ja? Kann gewaltig sein, weil wir uns eben hier, ich meine, wenn ich mit euch liegen würde mit der Nenngrößenordnung, dann war es überhaupt kein Problem. Ich hätte überhaupt keinen Einschaltstromstoß. Ja? Egal wann ich einschalte, aber ich hätte halt viel zu viel Material für den Normalbetrieb. Wer macht sowas, ja? dass er da Tonnen und Tonnen an Eisen reinsteckt, ohne dass man es wirklich braucht. Nur ganz kurz, ein paar Sekunden. Wird nicht gemacht. Ja? Deswegen müssen wir eben leben mit den hohen Einschaltstromspitzen. Also das ist beim Einschalten von Transformatoren, auch bei kleinen passiert das, und jetzt wissen wir, woher so Einschaltstromspitzen kommen. Gell? Das ist oft irgend sowas. Ja? Irgendwas wird aufmagnetisiert, irgendwas wird aufgeladen und ja, so ist das. Also Einschalten von Transformatoren. Das nächste Mal sprechen wir über sogenannte Schaltgruppen. Schaltgruppen, ich meine, die Theorie dahinter haben wir jetzt halbwegs gemacht, ja, und jetzt kommt es wieder zu irgendwelchen Bezeichnungen. Wie finde ich das? Das sind irgendwelche vergossenen Sachen und das schaut eigentlich alles immer relativ ähnlich aus. Das ist eine Anzahl an Anschlüssen heraus und was heißt was und so weiter. Anschlussbezeichnungen und Schaltgruppenbezeichnungen, was sich dahinter verbirgt. Das nächste Mal. Ja, für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.